Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Expensive Legacy. In diesem Format stelle ich euch in jeder Folge eine Karte mit einem Mindestwert von 20 Euro vor. Sollte der Wert im Laufe der Zeit sinken, speziell wenn ihr das Video lange nach dem Upload seht, bitte ich das zu berücksichtigen. Heute geht es um einen richtigen Dampfhammer, der das Portemonnaie richtig hart vergewaltigt, wenn man sich einbildet, ein solches Exemplar tatsächlich ranzuholen. Und zwar um den Nadelwurm aus dem Tournament Pack 3 in Ultra Rare. Vor einigen Jahren kostete diese Karte noch 80 Euro. Ein Glück, dass ich an der Stelle zugeschlagen hatte, denn in dieser Zeit habe ich mir 9 Exemplare dieser Karte gesichert. Aktuell darf man für ein Exemplar ca. 275 Euro bezahlen, was von den wenigsten Tournament-Pack-Karten getoppt werden kann. Um ehrlich zu sein, ist die einzige Tournament-Pack-Karte, die mir einfällt und die teurer ist als der Nadelwurm, der Morphing Jar. Auch der Festungswahl kommt schon nah ran, aber ich glaube, er ist noch ein bisschen günstiger. Ursprünglich erschien die Karte im Tournament-Pack 3, hatte dann einen Reprint als Super-Ram-Tournament-Pack 5, auch aus diesem Set ist sie recht teuer, um anschließend in Dark Beginning 2, der Gold Series und der Legendary Collection 3 gereprintet zu werden. Aber was haltet ihr vom Nadelwurm? Findet ihr den Preis gerechtfertigt? Und besitzt ihr selbst eins dieser extrem seltenen Stücke? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr wollt alle neuen Nadelwürmer sehen? Kein Problem, auf Insta habe ich ein Bild aller Tournament Pack 3 Nadelwürmer gepostet. Einer der ersten Beiträge. Den Link zu meinem Insta-Profil habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Schaut mal vorbei und wenn euch gefällt, was ich dort mache, lasst einen Like oder einen Kommentar da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann dürft ihr mir auch gerne folgen.